Ja, Vater, wir danken dir, dass der Geist und die Braut zu sprechen kommen. Wir danken dir, Herr, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo sich die Welt für den letzten Kampf vorbereitet. Und wir wissen, Herr, du bist der Sieger und all diejenigen, die sich an deine Seite stellen werden. Denn du bist der einzige König aller Könige und Herrn aller Herren. Danke, Herr, dass wir dein Volk sagen dürfen, komm, Herr Jesus, dein Reich möchte kommen, Herr. Du sollst König sein auf Erden. Du bist imstande zu regieren und den wirklichen Frieden zu schaffen auf Erden, Herr, und kein anderen außer dir. Du bist der Herr aller Herren und König aller Königen. Wir als dein Volk rufen zu dir, Herr, komm, komm, Geist, die Braut sagt, komm. Und wir sagen auch zu den anderen noch, dass sie dazukommen können, zum Volke Gottes zu gehören. Danke dir, Herr. Danke dir, Jesus. Ja. Halleluja. Sind wir schon live, ja? Ja, lasst uns zusammen beten, meine Lieben. Lasst uns beten für unsere wunderbaren Geschwister, unsere Freunde, Bekannten, Verwandten, die einfach unser Gebet brauchen. Ja, Andrea, ihr Vater, Heinz, wir haben noch andere Geschwister, für die wir beten. Lasst uns mal zusammen unsere Stimme erheben für diejenigen, die einfach Hilfe brauchen. Ja. Ja, ich darf ihn einfach als Bruder nennen in Zukunft, Bruder Heinz. Ja, wenn du irgendwann mal zuschauen wirst, dann lasse ich dich grüßen von allen wunderbaren Geschwistern, dass du weißt, dass wir für dich beten. So wie du auf die Beine kommst, dass diese Lungenentzündung weggeht und dass du wieder Freude am Leben hast. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, ein wunderbarer Vater bist und dass du willst den Menschen helfen. Dazu kamst du auf diese Erde. Das Wort wurde Fleisch und wir sahen deine Herrlichkeit. Herr, so bitten dich einfach, dass du Menschen jetzt berührst, die hier sind, die krank sind, die Hilfe brauchen, auch die uns zuschauen. Herr, dass sie erfahren die heilende Kraft deines Wortes und deine Gegenwart deines Geistes. So segnen wir dich auch, Heinz und all die anderen, die zuschauen, die Hilfe brauchen, dass du erfährst die heilende Kraft des Wortes Gottes. Denn er sandte sein Wort, um uns zu heilen. Das Wort wurde Fleisch. Jesus, du kamst auf diese Erde, um Menschen zu helfen. Viele begreifen es noch nicht, aber wir danken dir, dass es immer mehrere noch bewusst wird, dass du kamst, um zu helfen. Danke, Herr, für Margret, für all die anderen wunderbaren Geschwister, die wir schon längere Zeit nicht gesehen haben. Herr, danke, dass du gesagt hast, Jünglinge werden schwach, aber die auf die Haaren kriegen neue Kraft. So segnen wir unsere wunderbaren Geschwister in deinem Namen, Jesus, und alle, die dir zuschauen, mit neuer Kraft von dir, mit heilender Kraft deines Wortes, deines Geistes. Und alle sagen Amen. Halleluja. Danke euch. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Auch für die Gebete für uns, für meine Frau, ja, es geht uns gut. Ja, der Herr ist wunderbar. Aha, ja doch, das kann ich mal drauf machen, dass es nicht quietscht, Dankeschön. Ja, oder lassen wir es später. Ich fragte den Herrn, Herr, was soll ich denn sagen? Ja, das ist manchmal immer so ein Problem, bis man weiß, was man sagen soll. Was, wisst ihr, was der Herr zu mir sagte? Sage, das Gras ist verdorrt, die Stimme von Oskar rief zu dem Herrn und fragte ihn, Herr, was soll ich sagen? Das ist wirklich so, in Jesaja hier, 40. Und ich sagte, was soll ich rufen, was soll ich sagen?
Dann sagte der Herr, sage, dass alles Fleisch ist Gras. Und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Für wahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber jetzt kommt, das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Ja. Darum geht es heute. Ich möchte, dass ihr etwas versteht und etwas erlebt, und zwar persönlich, durch die Beziehung, die ihr habt zwischen euch und dem Herrn. Jeder Einzelne. Ja, ich weiß, dass viele Gedanken hier im Raum rumkreisen und auch diejenigen, die zuhören und dazu sehen. Ja, man hat so vieles, über das man Fragen stellt und wie wird das sein und so weiter. Aber ich sage euch, ihr Lieben, das ist die Lösung, alles ist in seinem Wort. Die Menschheit wird uns keine Lösung bringen. Die Lösung bringt uns nur der Herr. Nur sein Wort. Es ist die Antwort auf alle unsere Lebensfragen. Warum? Weil er sandte sein Wort auf diese Erde. Deswegen sandte Gott sein Wort. Das Wort wurde Fleisch und Christus kam auf die Erde. Gerade weil wir als Menschheit nicht die Lösung für unsere Probleme haben. Gott hat die Lösung für deine Probleme, für deine Sorgen, für deine Krankheiten, für deine Not, was du hast. Auch jetzt, du krank bist zu Hause, Gott hat die Lösung. Ich werde heute nicht viel sprechen, sondern ich werde heute etwas machen, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Ich werde nur das Wort lesen und wenn du bereit bist, das Wort aufzunehmen, wirst du erleben, wie das Wort Gottes dich heilen wird. Das Wort Gottes hat eine heilende Kraft. Glaubt ihr das? Er sandte sein Wort, um sie zu heilen. Das ist das Thema heute. Er sandte sein Wort, um sie zu heilen. Und er rettete sie. Es hat heilende Kraft und es hat eine rettende Kraft. Das ist die Aufgabe von Jesus gewesen. Uns zu heilen, uns zu retten und uns auch zu heilen. Das ist die Wahrheit. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Und an dem letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, nicht wie du denkst, sondern wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, denn die empfangen sollen, die an ihn glauben. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus sagte, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sie sind Leben. Zu der Samariterin sagte Jesus, dass Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, von normalem Wasser trinkt, dann wird es wieder dürsten. Ja. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, dann wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt.
das Wort Gottes, ihr Lieben, Christus in uns hineinkommt, Gott in uns hineinkommt, durch den Geist entsteht in uns eine Quelle, die fließt. In uns. Spreche ich hier zu allen, die Jesus aufgenommen haben. Sie haben diese lebendige Quelle durch Christus, durch seinen Geist, du hast sie in dir. Das Wort Gottes hat eine heilende und reinigende Kraft. Um sie zu heiligen, sie zu reinigen, durch das Wasserbad des Wortes, indem ich euch einfach heute nur das Wort jetzt vorlesen werde, könnt ihr das benutzen für diejenigen, die krank sind zu Hause. Lasst sie einfach das anhören, das Wort Gottes, und im Glauben aufnehmen, und sie werden erleben die reinigende und heilende Kraft des Wortes. Das ist die Wahrheit. Um sie zu heiligen, sie zu reinigen durch das Wasserbad des Wortes. Wenn wir das Wort Gottes in uns hineinlassen, ist es wie ein Strom, der Rettung bringt, aber auch Heilung bringt für deine Krankheiten, für deine Probleme. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses, und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Und die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet, und das Wasser floss unter der herab an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar, hieß der Altar Gottes genannt. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außer herumgehen zum äußeren Tor, auf den Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, Messschnur in seine Hand, und maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis auf die Knöchel. Das, was wir hier sehen, ihr Lieben, ist die Tatsache, dass du erleben kannst, je weiter du hineingehen wirst, je weiter du das Wort Gottes hineinlassen wirst, wirst du merken, wie es dich erfüllen wird. Angefangen, dieser Strom, in den du hineingehen wirst, indem du in das Wort Gottes hineingehst. Nicht mein Wort, sondern einfach nur das Wort. Das Wort Gottes, ihr Lieben. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis auf die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich wieder hindurchgehen, Wasser bis an die Hüfte. Und er maß 1000 Ellen, einen Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war tief, Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Sondern das Wort Gottes, wenn du dich hineinlässt in die Gegenwart seines Wortes, wird es dich mitnehmen, dieser rieselnde Strom. Ja, das ist die Wahrheit. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus von Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, nämlich gegen die Wahrheit des Wortes, zu ungeheuchter Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander, anhaltet aus reinem Herzen. Die richtige Worte. Denn ihr seid wiedergeboren, das ist der Grund, nicht aus vergänglichen Samen,
das von Eltern herkommt. Kennt ihr das, was Gott sagte zu Adam und Eva? Dein Samen, der Schlange auf den Kopf treten. Diese Samen, ihr Lieben. Dieser Samen ist in dir. Hallo? Er ist in dir. Sag mal zu deinem Nachbarn, dieser Samen ist in dir. Ja. Und wir wissen, was geschieht, wenn man einen Samen in die Erde legt oder in die Erde legt, fängt an zu wachsen. Das Reich Gottes breitet sich aus durch alle Ziele deines Körpers. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige, umbleibende Wort Gottes. Alle, die wir heute hier sind, die zuschauen, und alle, die zum Leib Christi gehören, sind wiedergeboren durch das Wort Gottes, durch seinen Geist. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie das Gras ist Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Wort des Herrn, das bleibt in Ewigkeit. Hier sehen wir den natürlichen Samen, von dem wir geboren sind, und der übernatürliche Samen. Und dieser übernatürliche Samen bleibt in aller Ewigkeit. Dieser Samen des Lebens, der ist nicht irgendwo, er ist in dir. Hallo? Sag mal, er ist in mir. Denn in ihm, nämlich in Jesus, ja, wohnt ja die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, dass durch Aufnahme dieses Samens, Aufnahme dieses Wortes, haben wir die ganze Fülle empfangen. Die hast du bereits schon. Und ihr seid in ihm, nämlich in Jesus, zur Fülle gebracht worden. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Alles läuft ab nach dem, wie er sagt, nicht wie Putin sagt oder in Amerika oder Europa. Gepriesen sei der Gott unseres Vaters, unseres Herrn Jesu Christi. Er hat uns gesegnet mit jeder Fülle oder mit allem geistlichen Segnungen in der Himmelswelt in Christus. Er hat dich gesegnet. Du hast die Fülle. Das Leben ist bereits in dir. Du bist bereits ein Erbe der Ewigkeit. Du hast diesen Samen in dir. Der Samen des Lebens, der für alle Ewigkeit sein wird. Deswegen ist ja verständlich, dass Jesus zu der Martha sagt oder zu der Maria: Er wird auch leben, wenn er gestorben ist. Und wer an mich glaubt und lebt, wird niemand mehr sterben. Ja, das ist menschlich gesehen nicht verständlich, aber das ist so. Wenn du diesen Samen aufgenommen hast, hast du das Leben für alle Ewigkeit in dir. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Und was ist der Name seines Sohnes? Wenn du es weißt, kannst du es für dich aussprechen. Ja, ist doch klar. Als Petrus dann aufstand und sagt, das ist kein anderer Heil und das ist auch ein anderer Name unter den Himmel der Menschen gegeben worden, in dem wir gerettet werden können, als nur der einzige. Und das ist der Name Jesu Christi. Es gibt keine andere Rettung für die Menschheit auf Erden als nur in dem Namen Jesu Christi. Wenn du dich auf irgendwas anderes verlässt, bist du verlassen. Ja.
Abbas Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er seine Jünger, die er hatte, und ließ ihnen sagen, bist du derjenige, der kommen sollte, oder sollen wir auf einen anderen warten? Vielleicht gibt es doch noch jemand anderen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, geh hin und verkündige es, Johannes, was ihr hört und was ihr selber seht. Blinden sehen, Lahmen gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Toten werden auferweckt, Armen wird diese gute, frohe Botschaft verkündigt und glücklich ist der, der sich nicht mehr ärgert, sondern das annimmt, sein Wort annimmt. Denn im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir können das auch anders lesen. Am Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Jesus war am Anfang bei Gott. Ja. Alles wurde durch Jesus gemacht und ohne Jesus wurde auch nicht eins, das geworden ist. In Jesus war das Leben und das Leben war das Licht des Menschen. Und Jesus scheint in der Finsternis und die Finsternis hat das nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Damit war das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden einzelnen Menschen erleuchten soll. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. So viel ihn aber aufnahmen und dem Wort glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. Die nicht aus der Geblüt, auch nicht aus dem Willen eines Fleisches, vom Vater oder von Mutter, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Ja, die Rede ist von Jesus. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des einzigen von Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes schreibt in seinen Briefen, das, was wir selbst mit unseren Augen gesehen haben, was wir mit unseren Ohren gehört haben, das sagen wir euch, dass es die Wahrheit ist. Auf dass du auch die Möglichkeit hast, das zu erleben, was wir erlebt haben, indem du dem glaubst. Der Herr öffnet die Augen den Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt die Gerechten. Er heilt nämlich die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden. Das ist es, was wirklich die Identität Gottes ausmacht. Und er sandte deswegen das Reich Gottes zu predigen, die Kranken gesund zu machen, Menschen zu heilen, ihnen zu helfen. Das ist seine Aufgabe gewesen. Und er hat nichts anderes gemacht. Lest mal die ganze Evangelien. Er hat nichts anderes gemacht, als nur Menschen geholfen. Das macht er heute immer noch. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Dir wird geschehen, wie du willst, wie du willst, wie du glaubst. Und ihre Tochter war geheilt von jeder Stunde an. Aber auch euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter oder in ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und herspringen, wie die Maßkälber. Habt ihr schon mal gesehen, wie die Maßkälber springen im Frühling? Spätestens dann wirst du tanzen. Ja, vor Freude, wie die kleinen Kinder. Als aber Jesus es hörte, antwortete ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube nur. Und sie wird gerettet werden, du
du Sorgen machst, dich, deine Kinder, deinen Vater oder Mutter, glaube nur, er wird gerettet. Sie werden gerettet. Denn Gott möchte Menschen retten. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Nun ja, was kannst du schon, Herr, was kannst du schon machen? Was kann schon Jesus machen? Stellen heute viele die Frage. Jesus sprach zu ihm, wenn du das kannst, du stellst mir die Frage, ob ich das kann. Ist doch lächerlich, oder? Gott hat die ganze Welt gemacht. Dem Glauben ist alles möglich. Das Problem liegt nicht bei ihm, sondern bei uns, ob wir das glauben. Und das, ihr Lieben, ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, nämlich das ewige Leben. Nicht 70, 80, 90, 100, sondern das ewige Leben. Das ist Zukunft, oder? Welche Politiker kann uns schon eine Sicherheit geben? Ha? Für alle Ewigkeit. Gepriesen sei Gott, der Vater, sagt Petrus, und das Herrn Jesu Christi, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christus aus dem Toten. Heute haben wir Abendmahl, deswegen auch diese Woche. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwirklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt wird für jeden Einzelnen von uns. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, sagt Jesus. Die Stadt, die Gott für sein Volk vorbereitet hat, der hat dazu Zeit gehabt über 2022 Jahre. Was meint ihr, wie das sein wird? Wie das herrlich sein wird, ja. 2200 Kilometer breit, 2200 Kilometer lang und 2200 Kilometer hoch. Deutschland hat, glaube ich, 850 in eine Richtung ungefähr, ne? Und diese Stadt wird doppelt so groß sein wie das ganze Land Deutschland. Halleluja. Und das hat er alles für uns vorbereitet. Eine einzige Stadt, diese Größe gibt es nicht. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, würde ich euch nicht sagen. Gesagt habe, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das, ihr Lieben, ist eine Zukunft, die Gott uns erreicht. Denn er sagt der Herr, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen eine gute Botschaft oder eine frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene freizulassen oder auszurufen, Blinde, dass sie wieder sehen und dass sie wieder sehen können, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Das, was Jesus möchte. Der Herr sprach, wenn du willst, willst auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was seine Augen recht ist, seine Gebote gehorchst, seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägypter auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Heilen kann man nur der krank ist. Und Gott möchte dich heilen, wenn du das Wort Gottes einfach in dich hineinnimmst. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retters Gottes erschienen ist, die Liebe Gottes,
Gottes zu den Menschen. Errettete er uns nicht aus unseren guten Werken, dass wir ihn gesucht haben, nein. Die in Gerechtigkeit wir vollbracht hätten, nein, oder wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung, Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes in uns. Nicht mit Blut, Böcken und Kälber, sondern mit seinem eigenen Blut. Ein für allemal das Heilige hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Das ist die Wahrheit, ihr Lieben. Denn Gott war in Christus, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Wir haben nichts dazu beigetragen. Ihnen die Übertretungen nicht zu rechnen und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. Dass wir an Christi Stadt stehen und sagen, lasse dich versöhnen mit Gott. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, da er reich war als König, Vater, wegen dir und mir um uns willen, er wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Unfassbar. Das ist alles die Wahrheit. Doch Herr Jesus war durchbohrt um unsere Vergehung oder unsere Untreue willen zerschlagen, unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserer Frieden und durch seine Striemen oder durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Wenn du daran glaubst, wirst du das erleben. Heilung für dich. Als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle ihre Leiden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der da spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Petrus bestätigt das. Jesus unser Sünde an seinem Leib selbst in das Holz hinaufgetragen hat, damit wir die Sünde abgestorben, Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen oder Wunden ihr geheilt worden seid. Du bist schon geheilt. Und du krank bist, du bist schon geheilt, wenn du daran glaubst und annimmst. Wir leben ja in der Zeit des Internets. Manchmal ist er schnell, manchmal ist er langsam. Manchmal startest du ein Programm und wartest, ne? Aber es kommt. Heilung wird kommen. Du musst ein bisschen Geduld haben, warten. Aber es wird kommen. Ja, manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsam. Aber es kommt. Niemand war zu Schande und wird das auch nicht sein. Wir auf den Herrn vertrauen. Das ist, was die frühe Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt haben, der geboren ist, und vergänglichen Samen, der sich durch die betrügerische Begierde zugrunde richtet, dagegen erneuert werden in der Geist eure Gesinnung, dass du, indem du das Wort jetzt hörst, dass deine Gesinnung verändert wird, fängst das zu glauben, was das Wort uns sagt, nicht was wir draußen hören. Wir werden erneuert im Geist eurer Gesinnung, durch einen neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und sollt ihr sein, Petrus sagt, wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch, das ist
das Wort Gottes. Begierig danach das Wort Gottes. Damit ihr durch sie wachse zur Rettung. Weil es eine reinigende Kraft hat. Es heiligt uns, es reinigt uns. Nachrichten, die beschweren uns, die machen uns krank, die betrüben unsere Seele. Das Wort Gottes bringt Heilung, es baut uns auf, es gibt uns Freude, es gibt uns Halt und Zukunft. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Und sucht ihr mich, so werde ich mich von euch finden lassen. Ja, fragt ihr mir, eurem ganzen Herzen nach mir, wenn du nach ihm fragst, wenn du mit ihm einfach reden kannst, wie mit deinem besten Freund, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und für das Volk Israel lesen wir hier eine wunderbare Verheißung weiterhin. Ich werde euch sammeln, wo ich euch zerstreut habe. Ja, das ist Zukunft, ihr Lieben. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet diese Welt. Es ist nichts anderes, ihr Lieben, was ich euch lese hier, ist nichts anderes als das Wort Gottes. Was aus Gott geboren ist, wird diese Welt überwinden. Nichts anderes. Und dies ist der Sieg, der die Überwelt diese Welt überwunden hat, wenn wir an das Wort glauben. Am Ende werden die Einzigen als Sieger stehen, die dem Wort Gottes vertraut haben. Das sind die Einzigen. Denn was Fleisch geboren ist, ist Fleisch, ist vergänglich. Was aber aus Geist geboren ist, das ist Geist und das ist ewig. Das wird niemals vergehen. Wir schauen alle zusammen, ihr Lieben, wenn wir das machen, mit aufgedecktem Angesicht, das heißt ehrlich vor dem Herrn stehen, brauchen keine Maske anziehen. Wenn wir so schauen, wenn wir so das Wort betrachten und den Herrn betrachten, werden wir verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie es vom Herrn der Geist geschieht, werden wir verwandelt und wir werden ihm ähnlicher sehen. Was meint ihr, wie schön wir aussehen werden alle? Wie hübsch wir alle aussehen. Oh ja. Das ist ein Unterschied. Bei der Kreuzigung. Oder nachdem der Johannes ihn auf der Insel Patmos war, ihn gesehen hat, in seiner Herrlichkeit und Größe. Ja. Indem wir das betrachten, ihr Lieben, geschieht sogar eine Verwandlung. Jetzt habt ihr hier ein Rezept, wie du hübsch und schön aussehen kannst, indem du Jesus einfach betrachtest und das Wort Gottes betrachtest. Das bringt Heilung, ja. Es bringt Heilung, Wiederherstellung. Wir werden erneuert, den Geist unserer Gesinnung, den neuen Menschen angezogen, nach Gottes geschaffen ist, wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir als Erstlingsfrucht seine Geschöpfe sind. Ja, dann hätte es wegen, wenn jemand in Christo ist, ist er eine neue Schöpfung. Nicht wie die Schöpfung damals war, sondern Gott hat in Christus etwas Neues geschaffen. Neue Schöpfung, die zweite Schöpfung. Der erste Mensch, eine lebendige Seele, der zweite Mensch,
ein lebendig machender Geist. Deswegen sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist etwas Neues geworden. Es ist zwar noch nicht sichtbar, aber es ist bereits in uns drin. Und es wird auch einmal, wer weiß das, sichtbar werden. Er gibt den Müden Kraft, den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Junge Leute werden sogar müde, lieben, ja? Ja? Und ermatten. Und junge Männer straucheln. Aber die, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwinge empor und sie werden fliegen wie die Adler. Sie laufen, ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das ist, ihr Lieben, nicht meine Worte, sondern das ist das Wort Gottes. Wenn du anfängst, diesem Wort zu vertrauen, wirst du merken und erleben, wie Kraft in deine alten Knochen fließt. Oh ja, das ist die Wahrheit, das ist das Wort Gottes. Als viele unruhige Gedanken oder Sorgen in mir waren, sagt der Psalmist, erfreuten deine Tröstungen meine Seele. Denn bewährter Sinn bewahrst du in Frieden, weil er auf dich vertraut. Und wenn dann Tausende zu deiner Linken fallen und 10.000 zu deiner Rechten, hast du einfach Frieden. Ja, es wird dir nicht mehr geschehen, als Gott es zulassen wird. Du darfst geborgen sein in Gottes Hand. Ja. Vertraue auf den Herrn für immer, denn er ist Jahwe. Dem Herrn, er ist ein Fels der Ewigkeit. Ja. Interessant, hier Kapitel 26, zu Hause, wenn ihr den Vers 9 noch lest. Auch wenn die Gerichte die Erde treffen werden, werden die Menschen lernen, die Gerechtigkeit zu leben. Besteht es nicht darin, dein Brot den Hungrigen zu brechen, dass du das, was du machen sollst, oder wir, dass du heimatlosen Elend ins Haus führst, wer du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinen Nächsten nicht entziehst. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird von dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen zu dem Herrn und er wird dir antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffen wirst, das Joch der Finger ausstreckest und bösen reden, dann wirst du das alles erleben. Zeig nicht mit dem Finger auf Geimpften oder Ungeimpften. Wenn du lernst, in Gegenwart Gottes zu leben, wirst du alles das erleben, ihr Lieben. Ja? Jeder, der seinem Wort vertraut, wird es erleben. Wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugten Seelen stärkst, dann wird das Licht aufgehen in der Finsternis und deine Dunkelheit wird sein, wie der Mittag wird es hell sein. Das sind nicht meine Worte, das ist das Wort Gottes. Und so wird es geschehen, wenn du gelernt hast oder lernen wirst, dein Leben nach seinem Wort auszurichten.
David sagte: Preise den Herrn, meine Seele, mit all meiner Innere seines heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der vergibt alle deine Sünden, der heilt alle deine Krankheiten. Der heilt alle deine Krankheiten. Habe ich das gesagt? Hat ein Arzt dir etwas gesagt? Hat er dir was gesagt? Ist unheilbar. Aber hier. Alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Barmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Schmeißt er die Feder weg, die nichts taugen, und wachsen neue Feder. Ist das möglich, sagst du, dass neue Zellen in mir wachsen können? Ja. Bei Gott ist alles möglich. Neue Zähne wachsen können, neue Feder wachsen können, kannst ein neues Herz bekommen, eine neue Niere bekommen. Ist das möglich? Ja, bei Gott ist alles möglich. Da gibt es Zeugnis, da könnte ich euch viel erzählen, dass es wirklich so ist. Deine Jugend erneut sich wie bei einem Adler. Denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt, oder heißt es hier, neue Kraft gegeben. Und jeder schmachtende Seele gefüllt. Das ist, was Gott macht. Ja, die Gnadenweise des Herrn sei nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf, sondern sie ist, wer weiß das, jeden Morgen neu. Heute. Groß ist seine Treue und jeden Morgen neu. Jesus spricht zu mich: Willkommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprach: Spreche nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und so war das auch geschehen. Das, ihr Lieben, geschieht, wenn wir lernen, auf das Wort Gottes zu vertrauen. Kommt, lasst uns umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird auch verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben. Am 3. Tage müssen wir wie Lazarus, und am 4. Tage müssen wir spätestens dann auferstehen. Halleluja, ich finde sowas Tolles, so ein Wort Gottes. Er wird uns aufrichten am 3. Tag. Von seinem Angesicht. Diesmal dürftest du ein bisschen länger krank sein, habe ich dir erlaubt. Komm, lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat uns zerrissen, er wird uns wieder heilen. Ja, das ist das. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Fängt doch anders an zu denken, nicht wie diese Welt, ihr Lieben. Hallo? Fange doch anders biblisch zu denken. Betrachte doch alles, was um dich herum geschieht, aus Gottes Wort. Alles andere ist Betrug und Lüge. Werdet verwandelt durch Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüft, dass die Wille Gottes ist, nämlich, er möchte nur Gutes, Wohlgefälliges und Vollkommenes. Mein Volk über den Namen ausgerufen ist, wenn er sich demütigt, und wenn wir zu dem Herrn beten, und suchen sein Angesicht und kehren zu ihm um von unseren bösen Wege, dann werde ich von Himmel her hören und eine Stimme und ihre Sünden vergeben und ich werde Deutschland oder Europa heilen. Ja, das ist die Wahrheit. Nur so wird eine Heilung geschehen. Ja, wenn unsere Gedanken manchmal unruhig sind, und das ist, ich denke, das ist auch wirklich so. Man denkt über vieles nach.
Und wenn wir dann das Wort Gottes hören, dann bekommst du auf einmal Trost. Ist das wirklich so, oder? Ist das bei euch auch so? Bei mir ist es so. Bekommst du Ruhe, bekommst du Trost, bekommst du Halt. Hast du nicht erkannt oder hast du nicht gehört, ein ewiger Gott ist unser Herr, der Schöpfer der Erde, Ende der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den müde Kraft, den ohnmächtig, der mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten. Junge Männer straucheln, stürzen, haben wir schon gehört, aber die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft. Der Geist und die Braut, die sagen, haben wir auch gehört, komm, wenn es hört, der spreche, komm, wer da dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und ihr Lieben, dieser hier eine Zukunft, die Johannes gesehen hat, die für uns alle Gültigkeit hat und seinen neuen Himmel, eine neue Erde, erste Himmel und die erste waren vergangen, das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus Himmel vor Gott herabkommen, bereitet wie für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme von Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, sieh, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dieses Erben, ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen, komme Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit uns allen. Kommt ihr nach vorne? Ja. Und dazu ist auch das Abendmahl da, wo wir uns erinnern. Dass Jesus in der Nacht, der überliefert wurde, nahm das Brot. Und als er gedankt hatte, brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Erinnert euch immer wieder daran, an die ganze Verheißungen, ist nur ein bisschen, was ich euch gelesen habe, an das, was Jesus für uns getan hat und was uns noch bevorsteht. Seit über 2022 Jahren erinnert sich die Menschheit oder die Christenheit, die Gläubigen hier auf Erden, für das, was Gott durch seinen Sohn Jesus getan hat. Und durch das Abendmahl erinnern wir uns mit Dankbarkeit an die Erlösung durch seinen Sohn Jesus Christus. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für das, was du durch deinen Sohn Jesus getan hast für uns Menschen. Und dass aus deinem Strom, aus deinem Thron fließt dieser Strom des Lebens. Und du hast gesagt, dass wir diesen Strom aufnehmen können durch das Wort, welches ist, ja, das Wasserbad im Wort. Und dass dieser Strom in uns, sein Samen in unser Herzen ankommt, hervorwächst. Ja, und es breitet sich aus und es wird einmal sichtbar werden. Das alles, Herr, haben wir dir zu verdanken. Danke, Herr, für, dass du dein Leben gegeben hast. Du wurdest arm, damit wir Menschen reich werden. Danke, Herr, dass du uns liebst, Vater. Und dass wir mit Dankbarkeit uns erinnern an das, was geschehen ist am Kreuz für alle Menschen. Das Wort vom Kreuz ist ein Segen für die, die das annehmen. Danke, Herr, für deinen gebrochenen Leib für uns, für die Schuld, die du auf dich genommen hast, für all die Schuld und Sünde der Menschheit, auch meine Schuld hast du auf dich genommen.
Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich berechtigt hast, der Erbe für alle Ewigkeit zu sein, Gefühle zu bekommen an deinem Sohn Jesus Christus. Danke dir, Vater, für deinen Sohn, den du gabst auf dieser Erde. Danke dir, Jesus, dass du Ja gesagt hast. Danke dir, Herr, für deinen gebrochenen Leib, Jesus. Der Leib Jesu Christi für dich. Amen. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr diesem Brot isst, Kelch des Herrn trinkt, verkündigt ihr, sagt es allen Menschen, bis er wiederkommt. Danke dir, Herr, dass wir deine geringen Diener sein dürfen, um die Wahrheit deines Wortes weiterzugeben. Und dass wir uns erinnern, dass die Kraft deines Blutes jeden Menschen komplett wiederherstellen kann, dass er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur wird. Für alle. Danke für die Kraft deines Blutes. Er kauft nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem teuren Blut des Lammes Jesu Christi. Danke dir, Herr. Du bist das Lamm, welches der Welt Schuld trägt. Danke für das Blut der Rettung, Jesus. Danke für den Kelch. Der Kelch Jesu Christi, das Blut Jesu Christi, für dich vergossen. Amen.